Hallo und herzlich willkommen in meinem Atelier hier in Leipzig. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zurzeit arbeite ich ja an einem großen Auftragsgemälde und unter anderem befinden sich diese Glückspilze im Bild. Viele von euch haben mich gefragt, ob ich nicht mal ein Video drehen kann, in dem ich meine Tipps in Sachen Acrylmalerei mit euch teilen kann. Natürlich kann ich das. Ich freue mich riesig, wenn ich euch meine Tipps an die Hand geben kann, damit ihr auch noch bessere Erfolge erzielt, wenn ihr mit Acrylfarben malt. Psst. Aber diese Tipps bleiben unter uns, okay? Erst einmal ist super wichtig, ich persönlich male figürlich. Mit anderen Worten, nicht abstrakt. Ich habe ein klares Bild vor Augen und möchte genau das so auf die Leinwand bringen. Ja, und wenn du auch figürlich malen möchtest, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Im Folgenden werde ich 5 wertvolle Tipps in Sachen Acrylmalerei mit dir teilen. Das sind erstmal die Basics, die du wissen solltest, wenn du auch mit Acrylfarben malen möchtest. Darüber hinaus gibt es natürlich viele weitere Tipps, die auf diesen Basics aufbauen. All mein Wissen und meine erprobten Tipps habe ich in einem kostenlosen PDF für dich zusammengestellt. Dieses kannst du dir auf meiner Internetseite kostenlos herunterladen. Den Link zu dem PDF findest du in der Videobeschreibung. Was mir auch noch super wichtig ist zu erwähnen, ist, dass ich kein Kunst studiert habe. Also, ich habe nicht mal ein Buch über Acrylmalerei gelesen. Ja, man könnte sagen, ich habe mir das wirklich komplett von Zero selbst beigebracht. Einfach indem ich mich hingesetzt habe, gemalt habe, probiert habe, Fehler gemacht habe, ja, und daraus gelernt habe. Und ich bin fest der Überzeugung, dass du das auch kannst. Vorausgesetzt, du hast Freude am Malen. Ansonsten machst du vielleicht was anderes mit deiner Zeit. So, nun verrate ich euch meine 5 besten Tipps bzw. die Basics. Tipp Nummer 1, der Malgrund sollte möglichst gut grundiert sein. Das ist bei Malplatten, bei Acrylpapier natürlich schon der Fall, auch wenn du dir eine Leinwand kaufst. Diese sind meistens dann schon grundiert. Wenn du aber deine eigene Leinwand baust, dann ist es super, super wichtig, dass du diese richtig gut mit weißer Grundierfarbe, sprich Gesso, grundierst. Das Ganze machst du mindestens 2-mal. Erst dann decken die Farben richtig gut und die Farbpigmente kommen voll und ganz zur Geltung. Tipp Nummer 2, der Farbauftrag von hinten nach vorne. Eine Grundregel in der Acrylmalerei lautet, arbeite dich von hinten nach vorne. Am Beispiel von den Pilzen bedeutet das, dass du ja nicht am Anfang bereits die Punkte malst, sondern wirklich das Fundament vom Pilz. Das bedeutet, zuerst grundierst du den Pilz, danach malst du darüber die wichtigsten Haupttöne, danach kommen die Farbverläufe, danach kommen dann die Strukturen und die Feinheiten und die Details kommen dann wirklich ganz am Ende. Das Ganze hört sich jetzt erst einmal relativ kompliziert an. In der Praxis ist es aber wirklich eine sehr dankbare Maltechnik. Diese Maltechnik ermöglicht es dir, dass du alles malen kannst, was du möchtest. Und ein weiterer Vorteil ist, dass du auch Fehler super einfach wieder übermalen kannst. Tipp Nummer 3. Die Farbe und das Wasser richtig mischen. Der Vorteil von Acrylfarben ist, dass du die Farben lediglich mit Wasser verdünnen kannst. Und das solltest du auch tun, denn ansonsten wäre der Farbauftrag sehr dick. Du würdest Farbe unnötig verschwenden und du könntest auch keine schönen Verläufe darstellen. Jedoch ist das richtige Mischverhältnis eine kleine Herausforderung. Beziehungsweise benötigst du einfach etwas Praxis und Übung. Je nachdem, welche Maltechnik du gerade anwendest, benötigst du unterschiedlich viel Wasser. Wenn du beispielsweise deckend malen möchtest, was gerade am Anfang der Fall ist, dann solltest du sehr, sehr wenig Wasser mit in die Farbe mischen. Wenn du Farben miteinander mischen möchtest, dann verwendest du etwas mehr Wasser. Und wenn du lasierend bzw. transparent malen möchtest, dann verwässerst du die Farbe sehr stark. Tipp Nummer 4, im richtigen Moment malen. Ein Vorteil von Acrylfarbe ist, dass sie schnell trocknet. Das kann allerdings auch ein Nachteil sein. Farbverläufe lassen sich generell schwieriger erzeugen als mit Ölfarben, die ja sehr langsam trocknen. Wenn du jedoch lernst, wie man Farbverläufe auch mit Acrylfarben erzeugt, dann wirst du Acrylfarben einfach lieben. Der Grund, du kommst schnell voran und musst nicht Ewigkeiten warten, ehe die Farbe getrocknet ist. Soll also heißen,
Wenn du eine Farbschicht auf der anderen auftragen möchtest, ohne die Farben ineinander zu mischen, dann solltest du warten, dass die erste Schicht auch gut getrocknet ist. Je nachdem, wie dick der Farbauftrag war, variiert die Trocknungszeit zwischen 2 und 5 Minuten. Wenn du die Verläufe erzeugen möchtest, dann musst du etwas schneller sein. Du trägst den ersten Farbton auf und daneben den anderen in derselben Konsistenz mit Wasser und Farbe. Und dann musst du wirklich schnell sein und die 2 Farbtöne ineinander vermischen. Hier musst du einmal ein bisschen testen, welcher Pinsel sich für das Vermischen am besten eignet. Es kann sein, dass du speziell für das Vermischen auf der Leinwand nochmal einen separaten Pinsel nimmst. Und nun kommt auch schon der letzte Tipp, Tipp Nummer 5. Sei sparsam mit Schwarz. Reines Schwarz sieht aufgetragen sehr unnatürlich aus. Dunkle Töne, die Schwarz fast ähneln, kannst du auch erzeugen, indem du ein Dunkelblau mit einem Dunkelrot vermischt. Wenn du einen Farbton lediglich etwas abdunkeln möchtest, dann reicht wirklich schon eine mini Pinselspitze Schwarz zum Beispiel. Lieber nach und nach die Farbe abdunkeln, als sie mit einmal zu ruinieren. Das waren meine 5 Tipps, also die Basics in Sachen Acrylmalerei. Ich hoffe sehr, sie haben etwas Licht ins Dunkle gebracht, also mehr Klarheit, wie du besser mit Acrylfarben umgehen kannst. Dann viel Spaß beim Malen und vergiss nicht, ich habe auf meiner Internetseite ein kostenloses PDF für dich zusammengestellt, was du dir herunterladen kannst. Darin befinden sich meine besten Tipps und vor allem erprobten Maltechniken. Dann viel Spaß beim Malen und bis zum nächsten Video. Muah.